Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Ja, letzter Zeit kam erstmal, ich glaube, nee, es kam letzter Zeit, doch, ich glaube, vor 2 Tagen kam die letzte Folge. Ja, und mittlerweile ist ja die neue Version herausgekommen, also die Version 1.5.2. Ich habe natürlich auch gleich upgedatet. Das wird ihr jetzt oben links in der Ecke sehen, hier Version 1.5.2. Ja, gut. Und dann habe ich natürlich gleich upgedatet, weil, ja, ich will eigentlich am liebsten auf der neuesten Version spielen. Ja, und daher, es war der Shader natürlich nicht mehr kompatibel dadurch und, genau, und deswegen habe ich den Shader natürlich jetzt nicht mehr drin. Und, ja, die Texturen, die wir vorher verwendet haben, die waren allerdings, also ich fand, dass diese in diesen, ohne Shader, dieser Stein, der war ohne Shader in richtig dunkelgrau und ich finde, das sah nicht mehr so schön aus. Das sah alles so düster aus. Und ja, ich finde, das fand ich jetzt nicht mehr so schön. Daher habe ich es einmal geguckt und habe mich für diese Janine-Craft-Texturen entschieden. Die sehen, finde ich, sehr, sehr schön aus. Auch natürlich HD-Texturen, ist ja klar. Und ja, also ich finde, die sind einfach sehr, sehr schön. Auch der Stein ist jetzt nicht ganz so kalt, sondern ist auch in einer etwas wärmeren Farbe. Hinten fliegt eine Fledermaus. Ja, und es waren natürlich jetzt auch nicht alle Mods aktualisiert auf die Version. Daher habe ich jetzt, also nicht alle Mods, sondern ich kann euch mal kurz zeigen. Hier Mods. Habe ich einmal Optifine. Ja, Forge, um die Mods zu laden. Damage Indicators, also mit diesem kleinen Fenster hier oben in der Ecke, wo wir dann immer sahen, wo man dann immer sieht, wie viel Leben das jeweilige Lebewesen hat. Einmal die Karte, also rein Minimap, Chest-Transporter, falls wir nochmal Truhen transportieren wollen, und einmal Inventory-Tweaks, um das Inventar zu sortieren. Nun gut, und ja, da habe ich die Mods habe ich jetzt wieder installiert. Und bevor ich euch jetzt hier noch weiter voll quatsche, würde ich sagen, gehen wir auch einfach mal wieder runter in die Schlucht. Vorher wäre es vielleicht noch ganz ratsam, wenn wir die Monster einmal anschalten würden, damit es jetzt hier nicht zu langweilig wird. Genau, sind wir gut ausgerüstet. Ich würde sagen, ich mache uns vorher aber noch mal eine Truhe, damit wir jetzt auch ein paar Sachen weglegen können. Oder gleich am besten zwei. Auch in der Flugdinosaurier ist das leider nicht drin. Der war nämlich nicht aktualisiert auf die Version. Aber deswegen ist der jetzt einfach aus unserem Inventar verschwunden. Aber sobald er wieder draußen ist, werde ich, naja gut, dann werden wir uns den zurückschieten. Wir hatten den ja schon mal, also ist es jetzt in dem Fall auch nicht richtig schieten. Gut, dann lege ich ein paar Sachen weg, die wir jetzt gerade. Oder wisst ihr was? Ich baue hier noch um ein Stück noch aus, damit wir dann noch einen Ofen hinstellen können. Oder lieber um zwei, damit wir zwei Öfen hinstellen können. Obwohl, die könnte ich euch auch auf die Seite stellen. Naja, egal, dann mache ich es jetzt eben so. Und dann mache ich jetzt mal uns mal zwei Öfen. So. Und dann legen wir da einfach mal das Eisen rein. Ja, drei Kohle müssten reichen. So. Ach, das war zu viel. So. Was haben wir hier? Das ist Feuerstein. Okay, ich kenne die Textur noch nicht so gut. Ja, haben wir noch ein fast kaputtes Eisenschwert. Wir haben jetzt den Inventory Cheeks Mod drin, deswegen wird das ja automatisch nachfüllen, wenn das kaputt geht. Also können wir es auch ruhig in die Hand nehmen. Steinschwert brauchen wir jetzt nicht wirklich. Das legen wir mal in die Truhe. Genauso wie den Feuerstein, den Pilz. Ja, so viel Stein brauchen wir jetzt auch nicht. Den Kies brauchen wir auch nicht. So viel Kohle brauchen wir auch nicht, also 49 können wir ruhig weglegen. Die Setzlinge auch, die Pilze und noch was Erde. So, den Rest können wir behalten. Holz haben wir auch noch genug. Dann würde ich sagen, Moment mal ganz kurz. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich. Ja, ich glaube, es wird schon dunkel. Ich glaube, es wird schon dunkel. Was ist das? Was sind das für Geräusche? Ach, das sind die Tintenfische, okay. Da hinten haben wir auch noch Eisen übersehen. Gut, es wird ja sowieso Nacht, also gehen wir erst nochmal rein. Schlafen dann und dann können wir auch am nächsten Morgen direkt rausgehen.
Dann würde ich würde ich sagen, machen wir uns noch ein paar Leitern, weil die Leitern haben wir gesehen, können wir gut gebrauchen, wenn wir zum Beispiel uns irgendwo mal hochbauen müssen und wenn wir an irgendein Erz zum Beispiel nicht drankommen. So. Und dann stelle ich einfach mal hier das Bett auf. Und dann kann es auch schon losgehen. Fackeln haben wir auch genug. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier lang, wo wir letztes Jahr auch schon lang gegangen sind. Und genau, ist der Creeper da hinten immer noch? Nein, stimmt, der ist ja despawned, weil wir eben Monster aus hatten. Bevor wir da reingehen, würde ich aber sagen, gehen wir erstmal hier unten lang. Ja, und genau. Jetzt erstmal hier. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir am besten weiter? Dann mache ich jetzt mal das Ganze so. Ich weiß nicht, ob man es so machen kann, aber ich glaube, doch, da müsste die Lava eigentlich gestoppt sein. Das Ganze auch nochmal so. Ich will die Lava jetzt ja auch nicht verlieren. Deswegen rahme ich die jetzt mal so ein. Ja, dann mache ich jetzt mal hier so einen Block hin, damit wir auch hier wieder hochkommen. Kann ich eigentlich auch so machen. Bringt jetzt zwar nicht so viel, aber ist ja auch egal. Sieht auch noch ordentlicher aus. Weiter hier noch um eins. Einfach damit wir uns hier auch was sicherer bewegen können und nicht immer Angst haben müssen, dass wir jetzt gleich jeden Moment hier runterfallen. So. So. Und hier mache ich dann mal so. Und das mache ich dann hier auch noch. So ist gut. Die Fledermaus stirbt anscheinend gerade. Ist wahrscheinlich irgendwo in den Block hineingeflogen. Das passiert ja auch manchmal. Da unten. Und jetzt müssen wir wissen, wie. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie kommen wir hier am besten runter. Ich könnte natürlich. Ich glaube, ich mache eine Treppe hier. Mal so. Dann. Nein. Ja, doch so. Dann bauen wir uns das erstmal. Erstmal so ein bisschen hier runter, damit wir hier auch runterkommen. Hätte es zwar auch einfach eine Leiter machen können, aber nee, wenn, dann mache ich es schon richtig. Obwohl, das sieht bestimmt ziemlich hässlich aus von außen, aber was soll's. Stein mehr. Haben wir den ganzen Stein hierfür verbraucht? Mal gucken, wie das von unten aussieht. Ich springe jetzt einfach mal hier runter. Ja, ungewöhnlich, aber ist jetzt auch nicht wirklich schlimm. Dann mache ich uns das einfach mit Erde hier unten. Wir können es ja immer noch nachträglich noch verbessern, ausbessern. Ja, komischer Aufstieg irgendwie. Ich hätte, vielleicht wäre doch eine Leiter wirklich besser gewesen, aber ist jetzt ja auch erstmal egal. Jetzt hier ist es dann noch. Ist zwar um einiges hässlicher, aber irgendwie müssen wir auch hier runterkommen. So, hier noch. So. Gut, ich denke, so kann man es lassen. So. Setze ich hier unten mal eine Fackel. Ja, ziemlich hässlich, aber ist ja auch jetzt egal. Oder gehen wir jetzt zuerst da rein? Obwohl, da hinten sind viele Höhlen. Also ich würde sagen, gehen wir erstmal hier hin. Da hinten ist auch noch dunkel. Und dann können wir da ja immer noch nachträglich reingehen. Ich würde es gerne erstmal hier ein bisschen ausgeleuchtet haben. So. Gut, dann können wir die Kohle auch gleich hier abbauen. Und auf die FPS-Zahl 150, das geht ja. Genau, ich weiß auch nicht, warum ich das immer mache, aber mich interessiert es trotzdem. Dann stelle ich es mal ganz mal ein bisschen höher. Sagen wir mal Fahr plus 64. Mal gucken, was die FPS-Set sagt. 89, 76, das 68, 50, 49, 51. Ich weiß nicht. Nee. Ich sag mal.
Lassen wir mal auf plus 32. So 100, no, so um die 100 FPS ungefähr, das geht dann ja wieder. Ich glaube, wir sind auch schon wieder bei 10 Minuten, wie die Zeit vergeht. Das ist ja wirklich unglaublich. Das geht immer alles so schnell. Ja, ich merke schon, es wird wieder was stiller, aber mir fallen leider keine Gesprächsthemen ein. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, worüber ich reden soll. Ach ja, genau, ich kann ja mal das Thema ansprechen. Nee, das ist blöd. Nee, keine Ahnung. Oder was wollte ich euch gerade sagen? Ich habe es schon wieder vergessen. Gut, da oben ist es... Ach, da oben ist es noch dunkel. Moment. Müssen wir eine Fackel setzen, sonst kommen wir nachher noch, regnet es hier Monster runter. Einmal hier eine Fackel und hier eine Fackel. Weil sonst spawnen die Monster ja in diesen Ausbuchtungen und das wollen wir natürlich auch nicht. Kann man es zufällig mit irgendwas schneller abbauen? Vielleicht mit dem Schwert? Nein, mit der Spitzhacke auch nicht. Mit der Axt? Nee. Egal, lassen wir es einfach mal mit dem Bett. Ist ja egal. So. Kies haben wir ja auch noch, wenn wir irgendwann mal Kies brauchen sollten. Dann können wir von hier den Kies mitnehmen. Dann baue ich uns mal da hoch. Und da können wir das Eisen dann mitnehmen. So. Gut, dann hätten wir das Eisen da auch. Dafür sind Leitern wirklich praktisch, muss ich schon sagen. Nur es dauert halt immer ein bisschen, bis man die wieder abgebaut hat. Aber ich denke mal, das geht schon einigermaßen. So, da oben haben wir auch noch Eisen. Das ist auch knapp unter unserem Eingang in die Schlucht, aber ist ja auch egal. Dann gehen wir jetzt da mal hoch. Wo ist denn das Eisen denn jetzt? Ach, da oben. So. Gucken, ob wir hier, genau da können wir noch runter. So. Haben wir irgendwas Wichtiges übersehen? Ich glaube nicht. Was haben wir denn da hinten? Dann baue ich uns hier mal so einen Weg hier rüber. Dann halten wir das auch hier ausgeleuchtet. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht aus Versehen da reinfallen. Ja, und dann müssten wir jetzt darüber gucken, wie machen wir das denn am besten. Also ich würde sagen, genau, ich baue uns jetzt erstmal hier so einen Weg, obwohl wir haben keinen Stein mehr. Dann gehen wir nochmal zurück und holen uns noch ein bisschen Stein, damit wir uns da auch fortbauen können. Weil ohne Stein ist es auch immer... Hier gibt es zwar genug Stein, ja... nee, das ist Kohle. Hier gibt es zwar genug Stein, aber trotzdem nehmen wir doch einfach den Stein, mit dem wir im Moment schon haben. So, dann nehmen wir nochmal einen 64er mit. Gucken, wo ist die Sonne. Ein bisschen an der Zeit orientieren können. Okay, sie geht gerade unter. Ja, ist ja nicht schlimm. Dann
Ne, mal gucken. Ich würde sagen, dann machen wir uns. Ich schlachte mal kurz. Hä? Okay, wir können das Schwein gerade nicht. Das Schaf gerade nicht töten. Das ist ein Bug. Den kenne ich schon. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Und dann mache ich aus zwei Eisen mal kurz eine Schere. Dass wir dem Schaf mal die Wolle abnehmen können. Dann kriegen wir dabei auch noch gleich ein bisschen Wolle. Können wir ja eigentlich immer gut gebrauchen. Probieren wir ganz kurz was aus, ob wir das vielleicht. Na, egal. Lassen wir das Schaf einfach mal am Leben. So, Wolle. Dann mache ich jetzt mal hier aus der weißen Wolle. Werden wir bestimmt öfters kriegen. Dann mache ich daraus jetzt mal. Aus Holzbrettern, die wir nicht haben. Ich mache uns hier gleich mal ein paar mehr Holzbretter, die werden wir auch immer brauchen. So. Und dann mache ich uns jetzt einmal hier noch ein zweites Bett. Dann haben wir ein Bett hier drin, ein festes Bett und auch ein Bett für unterwegs. So, denn falls wir sterben sollten, landen wir jetzt nicht irgendwo am Spawnpunkt, weil wir das Bett mitgenommen haben, sondern landen hier an dem festen Bett. So, 21 Eisen haben wir auch noch. Dann können wir jetzt auch noch hier mit ein Kohle reinlegen. Einfach kriegen, können das Eisen auch noch gleich einschmelzen. Die Wolle können wir noch weglegen. Den Kies. Die Schere, ja, können wir auch weglegen. Und ja, die Folge, es müsste jetzt auch wieder voll sein, von der Zeit her jedenfalls. Und dann würde ich sagen, dann geht's weiter in der nächsten Folge.